So. Ah, den Erdbeerzaun drehen wir ein bisschen zurück. Ich glaube, der ist nämlich immer zu. So, ganz, ganz dezent im Hintergrund. Nochmal einreißen. Ich habe nur schnell was essen müssen, ja. Ich war schon, Alter, ich war schon ultra hungrig. Bin gerade erst nach Hause gekommen, hab mir gedacht so, holy fuck. Ja, die anderen stehen schon vorn. Oh Gott. Müssen die passende Stimme kommen. Dann schauen wir mal, was der Russell Schwarz heute so erkennen wird im Ding. Abend. Abend. Hallo. Abend. Abend. Ich dachte schon, ich muss heute allein arbeiten. Nee, nee. Aber wissen Sie, wo sind die anderen beiden bei der Spätschicht? Keine Ahnung, ich habe noch keinen gesehen heute. Oh je. Vielleicht haben die, na, verpennt, wäre komisch um die Uhrzeit, ne? Nicht, dass sie die Krätze haben. Oh Gott. Hauptsache, sie stecken mich nicht an. Ich hab's ja nicht. Nein, ich meine die anderen beiden, Ach die so, mich noch ja. aufkreuzen. Na, ja, dann werden sie wahrscheinlich nicht die Krätze haben, wenn sie aufkreuzen. Wer weiß? Ich hoffe mal nicht, dass die mit der Krätze zur Arbeit kommen. Ich hoffe auch nicht, aber man weiß ja nie. Und sie haben Läuse. Oh Gott, gut, dass ich mir die Ja, Haare es wird immer geschnitten habe. schlimmer. Hier irgendwo noch in meiner Hosentasche meine Mütze. Vielleicht soll ich die aufsetzen. Weiß nicht, ob das dann noch hilft. Vorbeugend, Ich vielleicht. weiß ja nicht. Nein, ich mag die Mütze auch eigentlich gar nicht. Sie sehen irgendwie anders aus mit der Mütze. Ja, oder? Ja. Ja. Weiß nicht, ob es das besser macht. Ach, ja. Ja. Ja, aber wollen wir beide uns sonst schon mal abreden? Ja, finde ich Also nicht gut. verabreden, sondern nur. Ja. Ja. Dienstlich, dienstlich, ne? Genau. Wer wo vorne und hinten sein will und so. Ja. Mir ist das tatsächlich egal. Okay, ja, gut. Dann würde ich hinten bleiben heute. Hinten heißt da, ja? Also hier. Also hier vorne. Ja, hier Alles ist vorne. vorne. Ja, also Okay. ich bleib bei meinem hinten und ihren vorne. Bei der Schleuse, ja? Und ich gehe hinten zur Taschenkontrolle. Ich würde auch schon mal in die Taschen reingucken, ja? Wie jetzt? Naja, da hinten, wenn die Ach so. ankommen, ne? Ja. Wenn Ja? Sie irgendwas Auffälliges sehen, was beim Durchleuchten rauskommt, geben Sie mir ruhig Bescheid. Ja, selbstverständlich. Ansonsten schaue ich nur, dass die da nicht irgendwie ausschlagen. Oder Ausschlag Ja, haben. Nicht, dass ja. die Krätze bringen. Bitte nicht. Ich hoffe auch nicht, aber man kann sich ja nie sicher sein. Ja, das stimmt wohl. Ich muss kurz testen. Ja, perfekt, der funktioniert. Ja, ich glaube, wir bleiben heute zu zweit. Ja, sieht zumindest stark danach aus. Naja. Ja, wir Soll ich schaffen das nochmal schon. aufmachen? Ist der Flieger denn schon gelandet? Müsste eigentlich. Laut Ja, meinen gut. Infos. Ich mach mal auf, wir sind ja da. Ja. Ich mach mal das Gate an. Wollen wir links Alles oder klar. rechts stehen? Das ist die nächste Frage. Das ist mir ganz egal. Das können Sie gerne aussuchen. Ja, lieber links. Also mein links. Perfekt. Schönen guten Tag, Kollege. Wunderschönen guten Abend. Sind wir doch nicht nur zu zweit? Ich habe schon Angst gehabt, wir sind nur zu zweit. Ich bin hier gerade versetzt worden und Ach wir haben die so. falsche Zeit gesagt. Ich habe meinen ersten heute hier, sage ich euch. Ich habe meinen Abend. ersten Ach, den Abend. ersten hier. Mein Oh. erstes Mal. Also nicht das erste, also, ne, das erste Mal hier. Ja, wir machen das schon. Wir machen das schon. Wir kommen da schon hin.
Alles klar. Gehe ich nach vorne, gehe ich an der Seite, wo hältst du mich hier? Ja, wir machen das mal hier, hier. Wir warten hier mal ganz. Wir lassen die Kollegin, macht ein bisschen Gepäckkontrolle. Die sieht auch nach, ob irgendwas beim Gepäck aufscheint. Sonst könnten sie das stellvertretend machen und beim Gepäck vielleicht ein bisschen drauf achten gerade. Das ist eine gute Idee. Ich gehe mal auf der anderen Seite. Ja, machen wir das so. Dann schauen wir mal, was da rauskommt halt. Oder reinkommt, so müssen wir sagen. Gott, ich habe nebenbei noch ein bisschen was zum Snacken. Bitte lasst euch Zeit, ich möchte noch was snacken nebenbei. Nom, 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 nom. Willst du den schön brav? Hm. Ich bin nämlich gerade nach Hause, habe mir noch was zum Essen geholt, weil es jetzt Kochen ja nicht ausgeht. Und dann haben wir so gedacht, so, Moment, Security, da muss man ein bisschen früher da sein, wir 15 Minuten vor Termin, kommen meistens schon Leute. Voll der mega Stress, oh Gott, jetzt kommen die. Oh, 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 oh. Hm? Der hat noch seine Schuhe an. Oh, da war's. Und die Schuhe sind aus. Mal die ersten gleich mal reinschicken. Die machen das ja gut. Aha. Er hat den Q-Knopf erwischt. Also die Q-Taste. Dann kommt diese komische Bewegung. So, einmal die Hände hochnehmen. Nehmen Sie mal die Hände hoch. Und jetzt kommen Sie ganz langsam auf mich zu. Durch das Gate durch, genau. Ja, wollen Sie können die Hände wieder runternehmen. Der Kollege sieht sich gerade noch das Gepäck an. Natürlich. Das, also. Also mal, was? Also. Wir dürfen aufmachen, nicht wahr? Ja, bedient Sie sich ruhig. Wenn Sie was gebrauchen, nehmen Sie es gerne raus. Nee, aber was ist das? Das? Ja. Mhm. Da ist er mal kurz in die Hand nehmen. Na, also ich fasse das nicht an. Ist das eine Waffe? Nein, um Gottes Willen. Das ja, dann. Nein, das ist so eine Wasserpistole. Also Plastik, mehr ist das nicht. Ja. Ich habe die von zu Hause mitgenommen, hatte mein Bruder mir quasi als Abschiedsgeschenk mitgegeben. Ich sage Ihnen, die Form auf dem Detektor hat mich kurz wuschig gemacht. Ich sage es wie ja, das kann ich verstehen. Nein, um Gottes Willen. Ja, gut, wenn ich sie nicht mitnehmen darf, dann lasse ich sie auch hier. Ja, aber was haben wir nichts. Ja gut, dann ziehen Sie sich mal wieder Ihre Schuhe an, also. Nicht, dass sie hier noch aus den Latschen kippen. Ah, ich mag ihr Humor. Na, wie war nochmal ihr Name? Ruben Jansen. Ruben Jansen, okay, gut, dann habe ich dem Passagier schon mal abgehakt. Gut. Gut, dann nehmen Sie Ihren Koffer und gehen Sie in die Wartehalle vorne. Sie werden dort dann aufgerufen. Alles klar, ich bedanke mich, ne? Ja, bitte, gerne. Nicht, dass sie umgibt, das wäre natürlich schlecht. So, sie nehmen mal die Hände hoch. Und jetzt kommen sie mal ganz langsam auf mich zu. Na bitte, geht doch. So, sie können die Hände wieder runternehmen. Der Kollege wirft einmal einen Blick auf ihr Gepäck. Mhm. Sehr gerne. Ich mach mal auf. Können Sie gerne machen. Passen wir auf. Hier vorne. Das Längliche. Ja. Ich werde das jetzt nicht auspacken.
Sie müssen auch nichts sagen, wenn es das ist, was ich glaube, was es ist. Aber wenn Sie was dazu sagen wollen, können Sie was dazu sagen. Also mir ist nichts Längliches bekannt, außer meine elektrische Zahnbürste, wo ich die Akkus selbstverständlich auch rausgenommen habe. Mhm, alles klar. Hey, dann ist ja gut. Von was anderem wüsste ich jetzt nicht. Aber gucken Sie mal, da kommen auch hier schon Ihre Schuhe. Perfekt. Gerne anziehen. So. Ja, perfekt. Ja, ausgezeichnet. Sonst irgendwas auffällig gewesen beim Durchleuchten? So, auf den ersten Blick habe ich jetzt nichts gesehen. Also, wie gesagt, das längliche Ding hat es. Also, aber das haben wir ja geklärt. Alles klar. Perfekt. Du kannst ihr Gepäck nehmen und gehen da einmal vorne in die Halle, ja. Und da werden sie dann aufgerufen. Alles klar, perfekt, danke schön. Machen Sie jetzt nur keinen Stress. Ich doch nicht. Das sagen alle. Und die machen dann trotzdem Stress. Ja, alles gut. Und mein Herz macht das nicht mit, ich hatte einen Herzinfarkt. Ich bin ein sehr friedlicher Mensch. Ja gut, ich muss nämlich auch sehr stressfrei leben. Ja, das glaube ich Ihnen. Okay. Gut, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen. Ja, danke. Ebenfalls. Dankeschön. Tschüss. Ja. Aktuell. Wir müssen nicht bei jedem was Längliches finden. Ich bin halt nebenbei noch am Ampfen, sorry. Ich meine die nicht. Ist ja schon. So. Jetzt kommen sie ganz langsam mit erhobenen Händen. Oh, Hände hoch! Ganz langsam mit erhobenen Händen auf mich zu. Also gut. Genau. Ganz langsam. Ja, sie können schneller auch, also das Ding nicht so langsam, ja. Na gut. Können die Hände wieder runternehmen. Kollege wirft einmal einen Blick auf Ihr Gepäck. Kommen Sie einmal her zum Gepäckband. Wollen Sie denn gleich vorab irgendwas deklarieren? Haben Sie Bargeld mit mehr als $5,000? Haben Sie irgendwie Fleischprodukte, Milchprodukte, irgendwas dabei? Lebensmittel oder irgendwelche... Nee, irgendwelche... Und Wasser habe ich dabei. Was haben Sie dabei? Und Wasser, aber das ist in einer Plastiktüte verpackt. Wie viel Milliliter? 50, ich weiß es nicht. Ja, gut. 50 ist okay. Das geht. Ist sonst irgendwas Auffälliges gewesen beim Durchleuchten? Tatsächlich nicht, das ist ja das Auffällige daran. Ja, nee. Wenn da, normalerweise sind die Geräte gut genug, die schlagen dann rot, gelb oder violett aus, wenn da irgendwas Auffälliges ist. Nee, da war jetzt gar nichts. Also. Sind das Ihre Latschen? Ja. Okay, hier nehmen Sie die bitte. Sie können die... Danke. Nee, gut, ich die wieder anziehen? Ja, sehr sommerliche Latschen, aber gut, ziehen Sie sie an. Ja gut, ne? Ja, nicht in irgendwelche Mockstiefel reinstampfen bei den Temperaturen. Es im Flieger sicher auch angenehmer mit denen, weil da riecht nicht alles nach Käse, wenn man dann die Schuhe im Flieger auszieht. Genau. Ich sage Ihnen, wenn ich abends die Stiefel ablege, da wollen sie nicht beißen. Ja, drum habe ich sommerliche Schuhe an. Sehen das wollen sie wirklich nicht. Ich glaube, das sind der Umkleide gerochen, wenn da die Kollegen die Stiefel ablegen. Ja, ich kann schon meine eigenen riechen. Ja. Also nehmen Sie ruhig Ihr Gepäck und gehen Sie einmal vor in die Halle. Da werden sie dann aufgerufen. Dankeschön. Dann schauen wir mal. Ach, bei dem sehe ich schon, der hat sicher Metall dabei. Oh. Ja, jetzt nehmen Sie mal die Hände hoch. Jetzt kommen Sie langsam auf mich zu. Doch, das geht. So, haben Sie irgendwas Metallisches dabei? Ist das lustig? Ich habe mein Handy ja eben auch angelegt. Haben Sie vielleicht ein Piercing oder so? Piercing, ne. Ja, haben Sie eins oder das müssen Sie ja wissen? Nein, ich habe kein Piercing. Okay, ja, gut. Haben Sie irgendwie noch Kleingeld oder so eingesteckt? Schauen Sie mal in Ihre Taschen. Dann haben Sie noch irgendwo einen Penny oder so. Stimmt, ein paar Cent habe ich hier noch in der Tasche. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Oder gemerkt. Ja gut, dann gehen Sie noch einmal zurück, legen Sie die auf die Schale und dann schicken Sie die extra durch. Okay.
Kleines Prozedere, langsam auf mich zukommen. Tja, da ist die Magie. So schnell geht's. Darf ich die Wände wieder runternehmen? Ja, wir haben sie. Ganz langsam. Ja, so ist gut. So, der Kollege wirft noch einen kleinen Blick auf ihr Gepäck. Wollen Sie irgendwas deklarieren? Waren über Bargeld über 5000 Dollar oder Fleischprodukte, Milchprodukte oder lebende oder tote Tiere? Nee, habe ich nichts dabei. Haben Sie nichts dabei? Nee. Haben Sie Lederklamotten? Das sind nämlich auch tote Tiere. Nein, das ist okay. Mr. Hopper, der hat kein Gepäck dabei. Alles klar. Gut. Dann können Sie Ihre Schuhe wieder anziehen. Oh ja, danke schön. Also ich habe hier ein Gelb. Ich will ja nicht sagen, aber Gelb. Wie? Maschine. Wie Gelb? Gelb. Wie Gelb? Was ist das? Ich habe ein gelbes blinkendes Lämpchen. Können Sie uns jetzt erklären, was in diesem Koffer drin ist, was unserer Maschine sagt, dass es gelb blinkt? Es ist nicht rot. Das kann ich Ihnen sagen, das ist gut. Was für ein Gelb ist da drin denn? Also was... Nein, das was ist nicht gelb, das also, ist die Gefahrenstufe gelb. Haben Sie da eine kleine Bombe drin? Nein, Gottes Willen. Warum soll ich hier mit einer Bombe auftauchen? Irgendwas mit Kabeln oder so. Mein Handyauflader könnte da drin sein. Das wird wohl sein. Ne? Ja. Haben Sie das verknüsselt? Das müssen Sie sauber aufwickeln. Dann sieht das nicht so aus, als ob das eine Bombe wäre. Ja, also werde ich mir mal merken. Boah, ich habe einfach keine Geduld dafür. Ne? Ja, wenn das ist, das sieht auch... Ja, das... Nur, dann ist es ja in Ordnung. Ja, ich fühle das. Deswegen bin ich Fan von, wie soll ich das erklären? Diesen Ladegeräten, die über Funk laden, ja? Oder meinen Sie die, auf die man, wo man das Handy oder so drauflegen kann? Ja, genau das. Ja, die sollte ich mir auch mal besorgen. Ja. Das ist nicht geil. Oh Gott, wir behindern hier schon die Nahrungskette. Ja, nehmen Sie Ihren Koffer und dann gehen Sie einmal in die Aufbahrungshalle, ist kein Begräbnis, in die Wartehalle, oh Gott. Ich bin schon mit einem Fuß im Grab, ich bin schon so alt, das ist es. Oh, ja. Richtig, QB, es wird so ein bisschen. Naja, da kommt ja nichts. Steht ja auf der Homepage direkt geprüft. Kein Koffer. Der hat nichts. Also so, kommen Sie mal näher. Nehmen Sie die Hände hoch. Langsam. So, kommen Sie langsam durch das Gate. Ja, so ist gut. Ja, gut. Sie können die Hände langsam wieder runternehmen. Sie haben also nichts dabei. Nee. Gar nichts. So wie ich bin. So wie das so fliegende Spaghetti-Monster, das ich schuf. Okay. Ja, gut. Dann habe ich übrigens die Frage, ob Sie was zu deklarieren haben. Oder schmuggeln Sie vielleicht etwas? Nee. Es gibt ja diese Drogenballons, ja, die schmuggelt man im Körper. Oh, davon habe ich gehört. Soll ich schon meine Handschuhe anziehen? Nee, bitte nicht. Na ja, sicherheitshalber, Kollege, ziehen Sie mal die Handschuhe an. Eieiei. Nein, das hätten wir jetzt gesehen, wenn Sie da durchgegangen wären, keine Sorge. Okay. Das ist ein Röntgen, das bekommen wir mit. Nicht nur Metalldetektor, auch Röntgen, wir sehen da alles. Ziehen Sie bitte wieder Ihre Schuhe an und gehen Sie ruhig weiter. Schuhe darf ich anziehen, ja? Ja. Jawohl. Ziehen Sie Ihre Schuhe an, Sie können ruhig weitergehen. Gott sei Dank, ist nicht mehr so kalt. Ja, so kalt ist nicht. Warten Sie nur, bis Sie draußen sind. Da haben Sie. Wo kommen Sie her? Fahrenheit? Grad Celsius? Was sehen Sie denn lieber? Texas. Fahrenheit. Was, wirklich? Ja. Ja, gut. Also, ich wusste, die Texaner, das ist so. Ich bin da eher ein Fan vom europäischen System. Ach so. Wo kommen Sie her? Welche anders? Nee, ich komme eher aus den USA. Ich bin einfach so ein Fan. Ich bin gerne in Europa unterwegs. Ja, also, ist ja natürlich Kultur und so. Weil ich finde so 100 Grad Fahrenheit, das klingt schon extrem. 38 Grad Celsius klingt da viel angenehmer. Das stimmt allerdings, ja. Aber gehen Sie ruhig weiter. Okay, schönen Tag noch. So, der Nächste in der Nahrungskette. Einmal die Hände hoch und langsam durchtreten. Der kommt ja wohl mit mir, wenn du den durchhast. Sehr gut. Können die Hände wieder runternehmen. Einmal zum Kollegen gehen, der wird dann nochmal genau drauf blicken. Jawohl. Bitte einmal folgen. Ja, danke. So, erledigt. Ein bisschen zurecht.
Was ist denn da los? Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Uiuiui, das ging aber schnell. Es sieht fast so aus. Ich bin selbst gerade ein bisschen überrascht, wo der so hinmarschiert. Kann eine Kleinigkeit sein. Hat sie vorhin wahrscheinlich schon mitbekommen. So, dann nehmen Sie mal die Hände hoch, ganz langsam, keine hektischen Bewegungen, Sie sind auf einem Flughafen. Ne, ja, ja. Und ganz langsam durch das Gate schreiten. Kommen Sie. Ja, sehr gut. So, dann nehmen Sie mal die Hände runter. Sí, gracias. Wie ist denn Ihr Name? Angel Maria Escalante, sí. Nochmal langsam. Angel Maria Escalante. Escalante, okay. Wir sind hier, okay. Mr. Escalante, haben Sie irgendwas über anzumelden? So wie Fleischprodukte, Milchprodukte oder Bargeld im... Über 5000 Dollar. Nur nada, niente nada. Nichts. Die Karne habe ich gegessen unterwegs. Sie. Ah ja, ja gut. Was haben Sie denn hier im Koffer drin? Zahnbürste, T-Shirt, Tanktop, Sur und die anderen Sachen sind bei meinem Hermano hinter mir. Sie. Der hat eine größere Tasche gehabt, wie ich mir da. Der Kollege hat also eine größere Tasche. Okay, ja gut. Ja gut, dann nehmen Sie Ihre Schuhe, ich sehe da jetzt nichts Auffälliges und gehen Sie ruhig vor in die Wartehalle. Merci, soll ich mir die Schuhe hier anziehen? Oder ja, ziehen Sie ruhig hier die Schuhe an. Sí, gracias. Sie brauchen dann nicht barfuß durch die ganzen Gang hier laufen, das wäre ja eine Zumutung. Das ist ja nicht ganz hygienisch, ne? Sí, perfecto. So. Wunderbar. So. Sí, gracias, señor. Alles klar. Arrivederci. Der Kollege hat eine größere Tasche, da müssen wir genau drauf schauen, glaube ich. Ach, der Kollege? Ja, der gehört nämlich zu ihm. Der Kollege hat eine ziemlich kleine Tasche. Ich gucke. So, jetzt nehmen Sie mal die Hände hoch. Und kommen ganz langsam durch das Gate. Oh ja, das ist der... Haben Sie irgendwelche metallischen Gegenstände an sich? No, Senor, ich habe auch das ganze Kleingeld und alles schon in die Kiste reingepackt. Aha. Haben Sie vielleicht irgendwie ein Implantat oder so? No, auch kein Piercing oder sowas. Nicht, okay. Wo könnte es dann das liegen? Haben Sie da eine Idee? Scheiße, ich überlege gerade. Ach, jetzt weiß ich's. Ich habe hinten an meinem Kornrohr, habe ich so eine, am Ende, wissen Sie, so eine Metalldinge. Ei. Das ist schon eine Mode. Ich okay. Dann können Sie die abmachen. Sí, perfecto. Ja, dann nehmen Sie ab und. Wir laufen jetzt so schnell durch. Viel zu schnell ist er mir durchgekommen. Wieder die Hände hoch und nochmal durch. Ja, sehen Sie? Perfecto. Ah, da denkt man nicht dran mit der Zeit, wissen Sie? Ja, man sieht sie auch nicht, wenn sie das hinten dran haben. So. Der Kollege sieht sich mit Ihnen noch das Gepäck an. Der Kollege, ist da irgendwie was Auffälliges? Mach mal auf, wenn Sie das... Ne? Das macht gar keinen Unterschied. Kein Problem, machen Sie ruhig auf. Das sollst du nur langsam machen. Hier vorne. Diese Ausbeutung. Okay, er kann theoretisch auch durchlaufen. Dann kriegt er halt Stress mit der Security. Das ist eine Box und da sind so...
Wie nennt man das? Glücksbringer von unserer Madre, sie? Glücksbringer. Sie, aber da können Sie gerne reinschauen. Wenn ich den Hund daran riechen lasse, ist er glücklich oder ist er dann nicht glücklich? Kommt drauf an. Naja, der Hund mag keine Kekse. Fertig gegessen. No, also so. Senor. No. So was nicht. Das sind ganz normale. Lass das du wieder richten. Normaler Glücksbringer. Na, hab ich nichts gesagt. Perfekt, du. Sonst nur mal ganz in Ordnung aus. Aber das sind keine Glücksbringer aus Tierpfoten oder so. No. No, no. Nicht? Weil da müssten wir mal nachfragen, weil das können wir so sonst nicht durchgehen lassen. Das müsste man deklarieren, weil das zählt, glaube ich, auch ein totes Tier. Sie, ich habe das schon mal gesehen in Dokumentationen, Sie, dass man sowas nicht machen darf. Also no. Was ist denn das für ein Material? Ja, das ist Gold, Sie. Gold? Sie. Aber es ist halt nicht viel, können Sie gerne abwiegen. Ah. Sie, das sind so Glücksbringer, wissen Sie, wie ich und mein Hermano, der hier gerade auch vor mir da war, Sie, sind sehr, sehr verbunden mit unserer Madre, Sie. Deswegen auch unser Zweitname, Maria. Und deswegen haben wir diese Glücksbringer mitgenommen, dass wir immer an sie denken, Sie. Und dass sie uns natürlich Glück bringt, hier in Los Santos. Kurze Anmerkung, bei der Miss Summers gehen die Ketten an der Hose nicht abzumachen, ja? Nur, dass du Bescheid bist. Gut, dann würde ich sagen, ziehen Sie Ihre Schuhe an. Perfekto. Und haben Sie Glück gehabt. Gracias. Ich sag mal so, das größte Glück haben wir, dass Quentin Tarantino heute nicht hier ist. Der hat nämlich einen riesen Fußfetisch. Ah. Okay. Der wird ja die ganze Zeit knien und beobachten. Dann nehme ich mal ein bisschen meine Tasche und... ja, gehen Sie mal vor in die Halle. Sind Sie auch vollständig, Sie müssen Sie nicht nur ein bisschen... Perfecto. Gracias. So... Nehmen Sie mal ganz langsam die Hände hoch. Und jetzt kommen Sie durch das Gate. Ausgezeichnet. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ja? Was sind Sie? Sind das Plastikketten? Das piept nicht. Na, denn Glück gehabt. Ja, ich glaub, das sind Plastikketten. Ja. Na toll. Hat denen jemand Schrott verkauft? Ja. Tut mir wirklich leid, aber jetzt haben sie es erfahren. Ja, ärgerlich, ja. Dann ja. Ja. Na gut, was haben sie denn im Gepäck dabei? Irgendwas zu deklarieren? Bargeld über 5000 Dollar, Fleischprodukte, Milchprodukte, lebende oder tote Tiere. Oder auch erzählen, ich muss auch dazu sagen, ich hatte mal den Fall, es zählen nämlich auch Tiere, die gerade am Verenden sind. Das wäre ein bisschen... eklig, wenn man verendete Tiere zwischen seinen Schlüppis liegen hat? Nein, ich habe Sie würden sich wundern, was Leute zwischen ihren Schlüppis liegen haben. Er fragt auch jetzt nicht ohne Grund. Also die Form, die da auf dem Scanner zu sehen ist, wir sind uns nicht sicher. Das sieht schon ein bisschen nach Fisch aus, oder? Ach, Fisch? Haben Sie da einen Fisch in Ihren... Nein. Eigentlich nur so ein Schmuckkästchen, wo ich genauer nochmal reingucken muss. Ich weiß nicht, ich habe meiner Mutter gesagt, sie soll die Finger vom Koffer lassen. Der ist schon fertig gepackt und alles. Ich weiß nicht, was jetzt da noch zum Vorschein kommt. Ich hoffe, es ist kein Fisch. Machen Sie den ruhig mal auf. Ja, ich sage Ihnen, wenn ich da erst einen Fisch finde. Das wäre eklig. Bitte, meine Sachen stinken nach Fisch. Kriegt man das überhaupt raus? Die können Sie gleich verbrennen. Ja. Vorne finden Sie, wir schauen da mal durch, was finden wir denn hier. Bitte keinen stinkenden Fisch, bitte nicht. Das ist. Oh. Aha. Kollege, sehen Sie das? Was? Ist es doch ein Fisch? Ich glaube, Ihre Mutter hat Ihnen was reingegeben. Oh Gott, was hat sie denn reingegeben? Oh, das ist eklig. Oh, das ist. Oh, der verwest schon. Kollege, kannst du den mal entfernen? Nehmen Sie den mal. Oh Gott. Ich übergebe mich gleich bitte. Das ist ja eklig. Dann kann ich mich ja von meinem Koffer komplett trennen. Ich mach den zu. Oh Gott. Kann ich den Koffer hier lassen? Können wir den hier entsorgen? Nein, den müssen Sie entsorgen. Boah, da ist irgendwo Müll, aber da können Sie das Zeug reinwerfen. Oh Gott.
Nehmen Sie den, sagt der Kollege, aber nehmen Sie den Koffer und bringen Sie den Koffer weg. Ich werde, hier ziehen Sie die Schuhe an, ich bitte gehen Sie einfach vor. Oh Gott, der stinkt. Bitte bringen Sie den Koffer weg, bitte schnell. Ja, ich schick doch, aber ich schick doch, das ist widerlich. Oh Gott, das halte ich doch keiner aus. Das stinkt der Fisch schlimmer als ein Fischmack. Danke dir, Herr Dorian, jetzt hab ich den Fisch an der Backe. Ah, schön. Gut. Oh Gott. Das stinkt ja noch immer. Oh. Yeah. Mal ein bisschen Desinfektionsmittel aufs Band, ne? Dann ja, das wäre. Das von selbst. Das wäre gut. Nicht wundern, das stinkt jetzt ein bisschen, hier muss Desinfektionsmittel drauf. Nicht wegen in ihren Schuhen. Ich bin mir nicht sicher, ob eins von denen eine Flasche beinhaltet. Eine Flasche. Warten Sie mal eben, Kollege. Können Sie da drüben? Ich glaube, das ist so ein Duftfläschchen. So eine Sprühflasche. Können Sie die mal da holen? Im anderen Automat. Ja, sprühen Sie mal. Oh Gott. Viel besser. Wir können ja sonst niemanden durchlassen. Hier stinkt ja alles nach Fisch. Boah, jetzt riecht es nach Blümchen mit Fisch. Ja, mein Blümchen. So, der Herr in der roten Hose. Ja. Nehmen Sie bitte einmal Ihre Hände hoch. Na, selbstverständlich. Und dann würde ich Sie bitten, einmal durch das Gate zu schreiten. Oh, das ist der Moment, wo es unangenehm wird, wenn es piept, glaube ich. Aber es piept nicht. Lassen Sie nicht meinen Kollegen hier trollen, der macht gern Späßchen. Naja. So. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Eve Evans mit Y. Eve. Wo ist denn da das Y drin? Ja, bei Eve. Yves. Yves. Eve. Ja, was soll ich das wissen, wo Sie Ihren Y-Namen haben? Naja, immer ganz vorne. Wie im Alphabet. Ah, ja. Ist alles nach Vornamen sortiert, deswegen sind sie ganz unten. So, der Kollege sieht sich mit Ihnen einmal das Gebäck an. Ja, alles klar. Der Computer hat hier Rühn gesagt. Bill Porter. Aber wenn Sie da irgendwas haben, über das Sie reden wollen, sagen Sie das vorher, bevor wir da jetzt reingucken. Nee, die Kollegin hat die unangenehmen Sachen eben schon entfernt. Da war ein bisschen vergammeltes Obst in der Seitentasche. Sehr gut. Deswegen grün und trotzdem riecht das. Ich war mir unsicher. Ja. Genau. Sprühe gleich nochmal drüber, dann stinkt hier nicht so. Gut, dann nehmen Sie sich Ihre Schuhe und Ihr Kühlchen und dann können Sie sich auf den Weg machen. Wo sagten Sie, kommen Sie her, Mr. Evans? Ich komme aus Neuseeland eigentlich. Oder meinen Sie, wo ich jetzt gerade herkomme? Macht das einen Unterschied? Ja. Erzählen Sie mal. Also eigentlich, ja, geboren bin ich in Neuseeland tatsächlich. Und dann war ich irgendwann mal in Japan, bis ich 33 war. Und dann habe ich in Kanada gewohnt. In der Nähe von Edmonton. Und da komme ich jetzt gerade her. Ja, dann war es ja nicht ganz so weit. Alles klar, ich habe mich nämlich gerade gewundert. Flieger aus Neuseeland? Hatte ich eigentlich gar nicht drauf, deswegen war ich gerade ein bisschen... Nee, der Flug ist aus Edmonton. So, nehmen Sie ruhig, gehen Sie ruhig weiter. Der Kollege, Sie hören Sie das? Da sprüllt jemand durch den Flughafen. Das muss mal Einhalt geboten werden. Nehmen Sie ruhig Ihre Sachen und gehen Sie einmal vor in die Wartehalle. Da werden Sie dann aufgerufen. Alles klar, Dankeschön. Großen Halle, aber Sie müssen nicht brüllen. So, die Person mit den Haaren passend zur Hose. Einmal bitte die Hände hochnehmen. Und dann langsam
Hier durchschreiten. Okay. Hat nicht gepiept. Ja, das hätte mich jetzt gewundert, wenn sie noch irgendwo einen metallischen Gegenstand versteckt hätten. Wieso? Darf ich die Hände wieder runternehmen? Ja, sie können die Hände wieder runternehmen. Okay. Naja, ich werde mal behaupten, unterm T-Shirt wäre es aufgefallen, wenn da noch irgendwo ein metallischer Gegenstand wäre. Ja, hätte wahrscheinlich dann runtergebaumelt, richtig. Ja, hätte wahrscheinlich nicht ganz so gut gehalten. So, okay. Der Kollege wirft einen Blick aufs Gepäck mit ihnen. Okay, das können wir tun, ja. Ja. Haben Sie da was drin, was wir nicht sehen sollen? Wollen? Vielleicht meine Unterwäsche? Ja gut, das ist jetzt ein anderes Thema, nicht wahr? Okay. Ja, also sonst fällt mir nichts ein. Irgendwas Drahtiges, Schnüre oder sowas? Ich sag mal so, das System hat gesagt Geld. Nee, da ist nur eine Halskette noch drin, in so ein Schächtelchen. Die habe ich nur da reingeworfen, weil die ist von meiner Oma, die ist nicht sonderlich hübsch und aber so. Ja, ist mir sonst trotzdem wichtig. Können wir da mal rein? Ja, selbstverständlich. Machen. Ja. So, warten Sie. Soll ich Ihnen das Schächtelchen geben? So, da. Okay. Gut. Ja, alles in Ordnung. Gut. Ja. Ja, mal gucken, wa? Was so? Meine Schuhe müsste ich noch anziehen. Nee, deswegen. Die Unterwäsche wollen wir sehen. Big J, kann doch nicht sein, dass du so einen Notstand hast. Gut, wenn der Kollege mit Ihnen fertig ist, dann können Sie Ihre Sachen nehmen und einmal vor in die Halle gehen und dort werden Sie dann aufgerufen. Okay, alles klar, danke. So, der nächste Herr mit den schwarzen Haaren, einmal bitte die Hände hochnehmen. Und langsam durch das Gate treten. Ja gut. Wie heißen Sie denn? Bill Porter. Herr Porter, haben Sie eine Idee, warum unser Detektor ausschlägt? Also mein Gürtel habe ich gerade schon abgemacht. Es könnte höchstens noch der Knopf sein hier von der Hose. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts Metallisches an mir. Nichts Metallisches an Ihnen? Kein Piercing? Keine Implantate? Also nicht, dass ich wüsste, wenn, dann haben sie mir die irgendwann mal im Fallrausch irgendwo reingehämmert, aber ansonsten... Keine Schlüssel? Nee, das habe ich alles aufs Band geschmissen. Ah ja. Vielleicht noch irgendwo Kleingeld oder so. Schauen Sie mal Ihre Taschen durch, vielleicht haben Sie noch irgendwo was eingesteckt. Da ist noch eine alte Münze, ja. Das ist aber eine große Münze. Naja. Dann geben Sie die mal. Ja, ich halte die mal. Wenn die einmal dann durchschicken. Der Kollege, schicken Sie einmal hier die Münze durch. Die um sicher zu gehen, dass da nicht irgendwie Drohungen zwischendrin sind. Geht's noch einmal hier durch. Es geht durch, dann machen wir mit erhobenen Händen Retour. Und dann haben wir das. Die Münze ist voll Münze. Ja, sehr gut. Die Münze ist voll Münze. Das ist natürlich von Vorteil. Ich habe schon Angst, die Münze ist voll Kokain. Oh, nee, das wäre anders, optisch. Also hätte anders ausgesehen. Ja, man würde sich wundern. Man würde sich wundern, wie das alles geschmuggelt wird. Ich sag's Ihnen, in E-Cola-Dosen. In E-Cola-Dosen. Die haben so einen doppelten Boden, ja? Und da ist auf der Unterseite Kokain drin. Das ist ja... Aber sind metallische Gegenstände nicht eigentlich sowieso so grenzwertig im Flughafen? Also am Flughafen? Ja, schon. Aber die... Ja, von der ruhigeren, also können ein bisschen lauter noch. Sie lenken das einfach noch ein bisschen, sie lenken das damit ab, wissen Sie? Sagen, oh ja, tut mir leid, ich habe noch diese E-Cola-Dose. Dann drehen Sie da einmal dran, dann hauen Sie das Kokain irgendwie raus, schlucken das kurz runter im Baggy und dann gehen Sie nochmal durch und dann eventuell fällt das gar nicht mehr auf. Oder Sie mit einer anderen Methode durchschleusen, ich weiß ja nicht.
Ich bin immer Methoden. Wir haben schon alle hier sehen. Gottes Willen. Ja. Das war mir viel zu aufwendig. Fake Glatze. Gefakte Glatze. Glasauge. Es gibt so viele Optionen. Ich werde nie den mit den Glasaugen vergessen. Dem Glasauge, das Kokain schmuggelte. Glasauge ist natürlich auch eine, also an sich eine gute Idee, aber. Glasauge raus, Kokain kommt zum Vorschein. Genau deswegen, und das ist ja, man kann ja nicht einfach, wahr? Es wird ja selten verlangt, dass das Glasauge rausgenommen wird. Das ist richtig. Mittlerweile so. Achten wir da drauf. Kollege, wie sieht's denn mit dem Gepäck aus? Das Gepäck ist grün. Ist grün. Ja gut, dann können Sie Ihr Gepäck nehmen, Ihre Schuhe anziehen, Ihren Gürtel anlegen und vorne in die Wartehalle gehen. Die Leute sind die besten Schmuggler, die kennen alle Tricks. Hm. Ich glaube, wir wären ein gutes Schmuggler-Team. So. Brauchen Sie noch was? Nee, mir ist gerade der Koffer nochmal aus der Hand gerutscht. Ach so. Ja, alles gut. Sie brauchten was, was Sie denn abstellen? Ja gut, dann einmal vorher in die Wartehalle. So, der nächste Herr. Einmal die Hände hochnehmen. Und langsam durch das Gate schreiten. Der Herr. Entschuldigung, einen Moment. Wir sind hier am Flughafen. Also, hier ist doch sehr stressig ab. Ich meine, wir haben nicht so viele Momente. Und ich muss jetzt nicht unbedingt einen besonderen Moment gerade haben. Naja, wie sieht's jetzt aus? Hände hoch und einmal durchgehen. Oder müssen Sie noch was aufs Gepäckband legen? Langsam durch. Tja. Entschuldigung. Ja, da können Sie ja nichts dafür. Na, eigentlich schon. Müssen Sie irgendwas Metallisches noch haben? Das ist mein erster Flug seit langer Zeit. Ich bin ein bisschen nervös. Der erste Flug seit langer Zeit? Ja gut, wo kommst du denn her? Ich komme aus Luton. Das ist in England. Luton? Ja. Ist das... Okay. Ja, ich stelle die Frage nicht, die mir gerade auf der Zunge liegt. Haben Sie irgendwie noch irgendwie ein Piercing oder so? Eigentlich nicht, nein. Haben Sie noch irgendwas in Ihrer Tasche? Nicht, dass ich wüsste. Kein Geld oder so. Nehmen Sie ruhig mal die Hände runter und greifen Sie mal in den Taschen. Vorsichtig, ja? Nicht zu schnell. Sie sind einer Flughafen. Mal nach. Ja. Ah doch, da könnte noch etwas Kleingeld zurückgeblieben sein. Wunderbar, dass ich kommen Sie mal mit. Tasche hatte. Gehen Sie noch einmal durch, der Kollege wird sich drum kümmern. Okay. Legen Sie das mal hier rein. Ja, Entschuldigung. Ja, das passiert. Wären heute nicht der Erste. Wenn Sie so. Das da reingelegt haben, können Sie ja nochmal durchgehen. Sollte jetzt alles liegen, hoffe ich. Boah, sind noch ein paar Münzen. Zum Aufruhr. Ja. Ah, es tut mir leid. Mich nicht. Kein Bock. So, wieder mit es ist nervös. Es gibt viele. Wieder mit erhobenen Händen, genau, und ganz langsam durch. Ja, sehr gut. Sensei, das macht schon einiges aus. Ja, tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Kein Ding, der Kollege wirft mit Ihnen jetzt kurz einen Blick auf Ihr Gepäck. Mhm. Und wird dann mal schauen, was das so alles auffällig ist. Ist irgendwas auffällig? Da fängt es schon mal an. Machen Sie was genau. Zu deklarieren. Genau. Kollege, fragen Sie mal. Worüber Sie vorher reden wollen. Ich glaube nicht. Bargeld sollte ja nur über 5.000 Euro, steht's? Wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe nur 2.500 Dollar, aber der Wechselkurs ist gleich. Dollar, Entschuldigung. Ja, die ganze Geschichte mit dem Brexit und so weiter und so weiter. Sie haben doch Pfund. Ja, aber ich habe lange Zeit mit ausländischen Leuten zusammengearbeitet. Das tut mir natürlich leid. Nein, Dollar meine ich natürlich. Tun wir auch ständig quasi.
Nein, ich habe nur 2500 Dollar dabei. Das sollte ja dann alles so weit in Ordnung gehen, denke ich. Und dieser englische Gegenstand, den mein Scanner mir gesagt hat. Oh Gott, jetzt spielt er den ländlichen Gegenstand aus. Mein Scanner hat von einem länglichen Gegenstand gesprochen. Ein länglicher Gegenstand? Mhm. Haben Sie da irgendwas, was Sie erwähnen wollen? Mhm. Oder sollen wir mal zusammen gucken? Wenn Sie meinen, Sie müssen gucken, mir fällt jetzt nicht ein. Ich muss nicht gucken. Mir sagen, das ist Ihre Golferfrüstung, der war groß. Aber wenn Sie mir das gut erklären können, müssen wir nicht gucken, sonst müssen wir mal gucken. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wie lang war denn der Gegenstand? Also ich habe ein Klemmbrett da drin und einen Notizblock, die ich für meine Arbeit benutze. Ein Laptop könnte es gewesen sein, aber viel längere Gegenstände. Waren maximal 8 Zoll. Aber ja, wenn Sie sagen, da ist ein Klemmbrett drin, dann könnte das Klemmbrett schon gewesen sein. Ja, dann wird das wahrscheinlich das Brett gewesen sein. Alles klar. Wollen Sie da raus? Genau, es könnte durchaus sein, dass das spielt. Wir können gern zusammen. Wichtig ist, dass die Situation gut macht gerade und das. Holen Sie das ruhig mal raus. Ja, okay. Einen Moment. Aber das Klemmbrett raus. Das gibt's doch normal als Emote. Man kann nicht jeden Emote gleichzeitig kennen, aber kannst. Ja, okay. Was haben Sie denn da für Notizen auf Ihrem Klemmbrett? Ah, das ist von meinem früheren Job noch. Das sind so ganz viele Sachen. Ich habe als Anwalt gearbeitet. Darf ich da mal einen Blick drauf werfen? Das sind eigentlich personenbezogene Daten. Ich würde die Ihnen ungern zeigen, wenn es anders möglich ist. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Bauplan für eine Bombe oder so drauf ist. Ich kann Ihnen ja... wenn Sie ganz kurz warten, dann würde ich einmal hier mit meinem Stift einmal den Namen durchstreichen. Okay. Dass Sie zumindest den nicht sehen können, aber den Rest können Sie dann natürlich gerne sehen. Einen Moment, dann mache ich das gerade. Ja. Oh, Entschuldigung. Ich weiß gerade nicht, für was Sie sich entschuldigen. Ich möchte nur sicher gehen, dass er jetzt nicht irgendwie vorhat, eine Bombe zu bauen. Ah, er spielt Skrellenwelt aus. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt können Sie es gerne reden, lesen. Okay. Wir gehen schon mal vor. Ja, gut. Ja, nee. Ja, was waren Sie, Anwalt? Wie bitte? Was waren Sie vom Beruf? Ich war Strafverteidiger. Ich kann, ja. Gott. Das sind wir zu viel Paragraphen. Hier, nehmen Sie das wieder. Dankeschön. Schuhe können Sie auch nehmen. Ja. Langsam einpacken, nicht wahr? Kann ich sie einfach gerade wieder anziehen? Ja, yeah. Das macht mehr Sinn, als sie durch die Gegend zu tragen haben. Dankeschön. Okay. Ja, manche können wir es machen. Danke sehr. Er hat es gut. Er hat es cool. Ab cool in die Wacht. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenso. Gute Weiterreise. Auf Wiedersehen. So, der Herr mit den schwarzen Haaren, der schwarzen Hose und dem schwarzen T-Shirt. Jo. Man könnte meinen, Sie sind Satans-Anbeter. Ja, ich bin wer, was? Ja, ein Satans-Anbeter, die tragen doch auch alle schwarz. Leute, die Satan anbeten. Ach so, nein. Ich frag vorab, sind Sie so einer? Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Ja, das gehört einfach zu meinem Style, ja? Trotzdem will ich Sie einmal bitten, dass Sie die Hände hochnehmen, als würden Sie gerade Satan huldigen. Ja, okay, ja. Und dann einmal langsam durchs Gate gehen. Alles klar. Hier? Ja, perfekt. Na, immerhin. Jetzt müssen wir die Frage stellen, wenn Sie wirklich kein Satansanbeter sind, haben Sie auch keine Tiere dabei, die Sie opfern wollen oder so? Haben Sie da was durch das Röntgen gesehen, oder? Naja, genau, das war Frage. Mhm. Ja, lieber vorher, bevor wir Sie auch etwas ansprechen. Ach so, okay. Nein, natürlich nicht. Ich habe keine toten Tiere, ich habe auch keine vergammelte Früchte. Ich habe keine alten Socken. Gut, die alten Socken, die sehen Sie dann eh nicht durch die. Aber, also machen Sie sich keine Gedanken, ja. Ja gut, der Kollege wird mit Ihnen mal das Gepäck durchsehen. Ja. Die Kollegin, was ist denn mit den Herren da hinten? Ja, der braucht noch ein bisschen, nicht? Ach, der braucht noch. Ja. Geben wir den noch so 10 Minuten.
Ah, okay. Der muss sich noch ein bisschen sammeln, der ist super nervös und dem ist noch relativ schlecht vom Fluch. Und habe ich gesagt, na, bevor sie hier hinkotzen. Ja, das weiß ich lieber. Ja, hier riecht eh noch alles ein bisschen nach Fisch. Ja, ich das ist, nicht, ne? Nee, ich weiß, wer das ist. Die kann ihre ganzen Klamotten wegwerfen. Meine Güte. Er ist selber schuld, wenn sie sich ein Fisch ins Gepäck steckt. Ja, durchaus. Ja. Ja, na gut, gut, dann warten wir mal. Alles klar, danke schön. Ja, genau. Das. Genau. Oh. Genau, ja, ich glaube dafür wäre ich, ja. Ich würde das auch nicht weiter ausführen. Ja. Dann, ja. Sonst war nichts drin, was mir nicht gefiel, dann passen Sie auf. Nehmen Sie sich Ihre Schüchchen, ziehen Sie die wieder an, nehmen Sie den Koffer mit und dann. Alles klar. Von meiner Seite soweit in Ordnung. Perfekt. Da reden wir einfach nicht drüber. Ja. Dankeschön. Ja, über was reden Sie denn nicht? Über Dinge, die im Koffer sind. Da reden wir einfach nicht drüber. Es ist jetzt auch allen unangenehm. Ach so, okay. Ja, gut. So, okay. Okay. Gut, dann viel Spaß in der Wartehalle. Sie werden auch. Alles klar. Okay, super. Dankeschön. So, der Nähern da vorne, der das jetzt, ja? Ja, das? Ja, der da vorne, der das jetzt, ja? Ja. Dem ist ein bisschen übel. Ah, das kommt vor. Ja, die Beamtin hat gemeint, es wird noch ein bisschen. Er braucht noch ein bisschen, um seinen Magen runter. Sagt man. Runterzubringen. Ich würde ja sonst noch ein bisschen warten. Das heißt, ich stehe schon mal in der Halle. Oder theoretisch sollten wir zu zweit sein hier. Das ist besser. Ja, weil in der Halle, die schaffen das schon und warten wir noch eben ein paar Minuten und dann schauen wir mal, wie es ihm geht. Stress habe ich sowieso nicht. Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nur das, was wir gerade erfahren haben. Ich nehme mal an, dass er irgendwie. Vermutlich hat er irgendwelche Mikroprobleme gerade. Oder hat eventuell das falsche Teamspeak runtergeladen oder geupdatet. Weil dann funktioniert es oft nicht. Kann ich mir vorstellen, also das ist das, wie gesagt, was ich mir denke. Was tatsächlich ist, dass. Müssen wir ein bisschen, weiß ich gar nicht, vielleicht hat er irgendwo eventuell im Community Support, vielleicht war er generell im Support und hat da was geschrieben. Ich glaube, er war vielleicht war er im Support, weil die scheinbar auch Bescheid wissen oder so. Also es kann gut sein, weil das aktuelle Teamspeak darf man ja nicht aktualisieren, weil das irgendwie mit Salty Chat wieder nicht funktioniert, das ist immer so, ugh. Ich muss mal schauen, was habe ich denn für eine DeepSeek-Version? Ich habe 3.13 bei TeamSpeak zum Beispiel. Und ich habe 3.6.2 oder so und dann funktioniert es nicht mehr. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also der wird sich sicher einpendeln. Jetzt warten wir halt noch ein bisschen. Wo waren Sie vorher, bevor Sie hier waren? San Francisco. Richtig schöne Gegend. Und da war ich erst vor kurzem. Toller Flughafen. Ja, sehr modern. Aber ich war schon am Flughafen, aber ich war in der Stadt. Ich habe mir so ein bisschen diesen Spirit geben wollen. Von Flower Power und so. Ah, ich dachte Alkohol. Nee, nee, nee. Nicht den Spirit. Ja, ist nicht so meins. Mit dem Blümchen und so. Nicht, nee, ich bin schon. Ich esse auch mittlerweile kein Fleisch mehr und so. Und was tun Sie für Ihre Muskeln? Naja, man holt sich Vitamine durch natürliche Produkte. Ah, ich habe nicht so mit natürlichen Produkten. Industriell fertig ist immer noch am leckersten. Ich weiß nicht. Da sind so viele Zusatzstoffe drin. Geschmacksstoffe sind, steht wieder. Aus ja. Dem Grund, weil die Geschmack geben. Aber so ein Blümchen, das ist schon angenehm. Die essen Blumen. Ja,
den... Gut. Ich esse Blumen, ja? Kann man machen. Sind die, tun mir leid. Können sie ja, also das kann man ja... Ich würde da jetzt niemandem was vorschreiben. Ich sag's Ihnen, wie das, lieber Akazien, statt einem dicken, fetten Schinken. Ja, das muss ja jeder für sich wissen, nicht wahr? Ja. Deswegen esse ich Blumen. Ja, Jod. Ist vielleicht auch Jod für den Mund. Und... Flora. Ja. Die Blumen, Flora. Ja. Und die Fäkalien tun dann auch, ich möchte das stinken. Das geht durch. Mhm. Sollen sagen, wenn sie Rosen scheißen, also wenn sie Rosen essen und dann Rosen scheißen, riecht das nach Rosen. Naja, sie scheißen nicht zwangsweise die Rosen, aber es riecht zumindest rosig. Das ist ja abgefahrene Scheiße. Mhm. Sag's ihnen, wie es ist, das ist ein großer Vorteil. Sie brauchen dann auch nicht mehr das Raumspray. Ja, das ist ich ziehe ab und nehme das nächste Klo. Sag ich ihnen, beruflich auf. Ja, also das ist einfach auch dann sinnvoller. Da wird besser gereinigt. Das ist, also ich finde das angenehmer als zu Hause. Ja, natürlich. Also ich verstehe das. Auswärts Kacken ist natürlich immer vom Vorteil. Ja. Wenn man es nicht selbst reinigen muss, ist das immer besser, als wenn man es selbst reinigen muss. Richtig. Manchmal ist man sogar in Gesellschaft, je nachdem dann zur Kabine. Ich finde das ganz angenehm. Ja. Yeah. Was? Ja, wenn nebenan einer sitzt und macht so ein Konzert, also ne, so einer nach dem anderen. Ich finde das immer, das ist eine schöne Zeit. Ja, ich finde, das hat man auch hier, wenn man am Flughafen ist. Also nicht bei unseren Toiletten, also nicht bei den Angestellten, aber auf den allgemeinen Toiletten am Flughafen hat man das oft. Ja, ich jeder gerne. Ich mach. Ja, ja. Die werden dreimal am Tag hier reinigt, das ist ja gar kein Thema mehr mittlerweile. Die sind halt immer hygienisch. Und mir kommt ja vor, wissen Sie, was mir aufgefallen ist, wenn ich viel geflogen bin irgendwohin, ja? Ich habe immer die Toilette genommen, nachdem ich wo angekommen bin, weil die Toiletten meistens am saubersten waren. Ja, das ist halt Aushängeschild. Wenn das erste, was du siehst von der Stadt, das versiffte Klo ist, das ist halt auch scheiße. Ja, das trifft's, weil... Das ist halt eine beschissene Situation, was soll ich dazu sagen? Ja, ja, das ist ziemlich kacke. Nee, da bin ich so schon zufrieden. Also, dass sie da wirklich auch darauf achten, dass diese Toiletten dann gleich ein bisschen sauberer sind. Ah, so hat diesen Bus. So, es dürfte dann gleich mal soweit sein, glaube ich. Da müssen wir eine Entscheidung treffen. Also, ich werde nicht erschießen. Ich sage dir, wie das. Nö. Wenn er läuft. Ich habe sehr gute Erfahrung damit, den Schlagstock zu werfen. Den Schlagstock? Zwischen den Beinen. Sind Sie aus Australien oder wie? Nee. Achso, ich habe gedacht, Sie nutzen den Schlagstock wie ein Bumerang. Er kommt nicht zurück. Also sowohl die getroffene Person als auch der Schlagstock. Der kommt zurück, aber ich muss ihn holen. Ah, okay. Ich weiß, mein Ausbilder hat mal gesagt, das ist eine dumme Idee. Da musst du entweder richtig gut sein, oder der Typ hat den Schlagstock. Aber dafür hätte ich im Zweifel ja den Taser. Also Sie wollen... Hätte ich dann in die Runde zu tasern, wenn er ihn aufhebt. Sie wollen ihn tatsächlich einen Grund geben? Macht das manchmal einfach. Ich sage Ihnen, wie das ist. Ich hatte schon zwei Anhörungen in San Francisco. Das ist... schwieriger, wenn es gar keinen offensichtlichen Grund auf der Kamera gab. Wenn der offensichtliche Grund auf der Kamera zu sehen ist, wie der hebt einen Schlagstock auf, dann ist es einfach. Mhm. Ich verstehe, also einfach mal so hinwerfen und sagen, hey, können Sie mir den eventuell gerade eben aufheben? Das ist zu offensichtlich. Ich bitte. Also, man muss da schon, ne, wenn der wegläuft oder was Blödes macht und man ihm das Ding zwischen die Beine wirft, damit er zu Sturz kommt, das ist eine Taktik, die habe ich schon gehört. Ja. Und er dann aufhebt, dann ist natürlich Freigabe. Hinreichend, ah, ja. Ich weiß nicht, ob das hinreichend ausreichend. Ich verstehe.
Na gut. Uiuiuiui. Oh, er hat sich erhoben. Wollen Sie vorne das Gepäck kontrollieren? Ich schiebe mal nach vorne. Ja. Er geht weg. Er holt das Gepäck. Ah, vielleicht kommt er jetzt. Wie leise es plötzlich ist. Die Flughafen-Sounds weg sind. So. Bin jetzt mal gespannt, ob er es gefixt hat. Ich hoffe mal, er hat es gefixt. Aber es sieht eher so aus, als würde er gerade nichts hören oder reden. Na ja gut, ich glaube, das wird für den heute leider nichts. Der muss wahrscheinlich irgendwie Teamspeak was fixen. Na, Kollege? Na, alles gut bei Ihnen beiden? Ja, wunderbar. Wir wollten mal erkundigen, ob hier alles gut ist. Hier ist alles gut. Wir haben hier nur noch auf den gewartet, denn wurde ein bisschen übel vom Fliegen. Und dann musste ich mal ein bisschen erholen jetzt. Ja. Nicht, dass der uns hier noch aufs Band kotzt. Das fehlt nach dem Fischvorfall noch. Ja, Gott, das... ja, ich was... Ich glaube, ich bin ein bisschen traumatisiert von Ihrem Fisch. Ist nicht mein Fisch, das ist Ihr Fisch. Das meine ich doch. Ja, das ist ja ein bisschen... Ich würde mal sagen, die kann die ganze Klamotten, was sie da gehabt hat, jetzt wegwerfen. Ja, oder halt sehr gründlich waschen, ne? Ich weiß nicht, wie alt der Fisch war. Ja, was Fisch, machen wir jetzt mit dem Herrn? Ja. Ja, gut. Ne? Ja. Reagiert er denn auf Anweisungen? Mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Also ja, eigentlich okay. Sollte er mir folgen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Da steht's drauf. Keine Milchprodukte, also Käse, Fleischwaren. Ja. Anweisungen, ja, ich würde hier jetzt kurz einen Prozess machen. Aber kann ich auch so. Ja. Die Dame kommt nochmal. Hallo. Warte nochmal eben, sie kommt gerade. Sie kommt gerade nicht. Ich glaube, sie schaltet gerade die Geräte aus. Da. Möchten Sie sich mit mir unterhalten? Ja, jetzt haben Sie Zeit. Das ist ja ein Träumchen, dass Sie Zeit für uns haben. Also wir sind hier Security, keine Ferienfreizeit. Also jetzt machen Sie mal hier. Mitkommen, Koffer rauflegen. Kollegen haben noch jetzt geht's ihm schon besser. So, Koffer rauf. Hat sich schon ein bisschen von seiner Übelkeit jetzt erholt. Ja, schauen Sie mal, ich habe nochmal nachgeprüft. Ich war auf der Liste, steht zwar ein Sinclair, aber ich weiß nicht, ob das der Herr ist. Wenn er Ihnen nicht sagen kann, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, wir werden das. Kollege, gucken Koffer Sie nach. Finden Sie leider nicht allzu viel, außer Klamotten. Leider ist doch eigentlich gut, oder? Ja, das schon, keine ja, Fische. Da hatten wir jetzt genug. Ja, haben wir schon den Namen? Können Sie die Maschine bedienen und gucken, ob die noch oder aus dem Standby holen? Wie ist denn Ihr Name überhaupt? Fangen wir da mal hier an.
Phil Sinclair ist mein Name, guten Tag. Phil Sinclair, perfekt. Gott. Genau. Ich gehe mal die Maschine bedienen. Die... Jetzt welche Maschine? Die Laufbandmaschine? Da ist ein Kollege, der kann das machen. Ja, sehr schön, sehr schön. Da haben wir ja die volle Betreuung jetzt. Ja. Dann übernehmen die Herren jetzt hier, ne? Die Herren übernehmen. Ja, wir machen das. Für Leute, die hier keine Zeit für Security haben, habe ich raus. Wunderbar. Einmal. Wollen wir mal durchgehen. Haben Sie was Metallisches an sich? Das können Sie direkt hier in das Körbchen tun und gleich mit aufs Band legen. Münzen, Ketten, irgendwas in die Richtung. Ach, wie schön. Ach, wie schön, das ist schön. Bisschen lauter. Gürtel habe ich an. Den lege ich ihn jetzt mal hier hin. Kollege. Haben wir meinen Gürtel? Ja, ja. Sehr gut. Ja, der Gürtel liegt jetzt hier. Okay. Wunderbar. Super. Das freut mich. Die Schuhe im Idealfall auch rausziehen. Ja, das macht das Leben sehr viel einfacher, wenn ich die aufs Band packe. Die Schuhe wollen Sie von mir? Ja, nein, ich will die Einreise. Also es gibt Einreisebeamte, es gibt die Security. Wichtig. Man sieht eh alles dann. Wenn wir in die Halle gehen, dann sieht man alles, was es gibt. Da ist immer Metall dran. Na gut, dann bekommen Sie auch meine Schuhe. Wunderbar. Außerdem muss ich die scannen. Sehr schön. Köfferchen können Sie dann auch aufs Band legen. Das ist sogar ganz unabhängig vom Support. Das lege ich Ihnen auch hier. Ja. Okay. Wunderbar. Ja, dann. Warten Sie, bis der Kollege Sie aufruft. Na gut, alles klar. Dann ja, ich gehe einmal durch. Dann rufe ich Sie auf. Dann müssen Sie die Hände hochnehmen, ja? Jawohl. Und dann gehen Sie durch. Alles klar. So, jetzt nehmen Sie die Hände hoch. Und kommen langsam durch. Ja, perfekt. Der Kollege wird mit Ihnen jetzt nochmal schauen, ob da irgendwas Auffälliges ist im Gepäck. Aber wenn Sie schon sagen, dass Sie da jetzt nicht viel was dabei haben. Nee. Wenn Sie die Wahrheit sprechen, dann sollte da jetzt nichts Auffälliges sein. Oh, das mache ich immer. Natürlich. Dann erklären Sie mir ganz kurz, warum das Gerät gelb anzeigt. Haben Sie da... Es ist... Wie will ich das jetzt sagen? Das zeigt schon wieder... Komm mal jetzt. Komm mal rum. Kann ich mir gar nicht vorstellen, also... Was heißt denn bei Ihrem System denn überhaupt gelb? Also. Ja. Kollege. Ja. Schauen Sie, wenn ich da drauf klopfe. Ja. Sehen Sie, der hat einen Wackelkontakt. Ah. Deswegen ist er gelb. Ich sag mal so. Ich habe auf dem Bild auch nichts gesehen, aber es war halt gelb. Da kann man nichts tun. Na gut, okay. Ja, wir haben das gefixt. Perfekt. Dann würde ich Ihnen empfehlen, Ihre Schuhe anzuziehen. Das ist nämlich kalt. Also nein, es ist warm, aber es ist dreckig. Also der Boden. Ja, das... Findest, wenn jemand drüber gelaufen ist. Aber sagen Sie das nicht zu laut. Die Hausmeisterin, der Hausmeister ist immer in der Nähe. Wird sie denn nicht gut genug bezahlt, dass sie ihre Arbeit nicht richtig machen? Doch, die machen die Arbeit gut, aber die Leute... Mir kommt mal vor, die Leute steigen extra in ihren Kuhdörfern in die Scheiße, bevor sie in den Flieger steigen. Ach, Igitt. Also, das ist gar nicht meins. Es sollte auch reglementiert werden. Wer weiß, was in den Fäkalien alles drin ist, was die uns hier einschleppen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Blech. Schlimm. Er hat sogar einen Fisch heute hier. Ein Fisch, können Sie sich vorstellen. Ein Fisch. Ein Fisch? Ja. Ja. Was will denn jemand mit einem Fisch? Ja, da hat die Mutter scheinbar einen Fisch eingepackt. Die Mutter. So, liebe Tochter, bitte verhungere nicht unterwegs, hier hast du einen rohen Fisch. Ja. Immer die Abhängigkeit von den Eltern, also nein. Ja, ich sag dir, wie das stinkt. Das ist ja... Das ist quasi hygienisch. Die ganzen Klamotten stinken bei ihr. Ah, ekelhaft. Naja, sie werden die Dame wahrscheinlich riechen, also wenn sie noch wartet. Ja, besser nicht. Naja. Ja gut, sie können ihr Gepäck nehmen und... Na gut, vielen Dank. Vorhin in die... Ja, gehen in die... Oh, ja, Gott. Okay. Die haben es heute nicht so mit dem Wort. Ich danke dir vielmals. Sie werden da dann aufgerufen, ja? Alles klar, dankeschön. Bitteschön. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Danke, ebenso. So. Müssen wir noch dann, ja, ich schalte mal hier das Gerät aus. Das ist eine Jote. Und dann weckt. Und dann schauen wir mal, dass zu ist.
So, dann machen Sie mal zu. Ja, perfekt. Wunderbar. Ich schau nur kurz, dass hier nicht noch jemand rumliegt. Oder eine Bombe. Naja, hoffentlich nicht. Aber es sieht soweit gut aus. Schon schön. Aber nicht. Genau. Hier, in diesem Wohnhaus. Was? Da, in diesem Wohnhaus, da wohne ich. Ja, ich habe ja noch ein Hotelzimmer. Ich muss ja noch gucken. Ja. Später mal unterkommen. Ja gut, dann wollen wir die Kolleginnen unterstützen. Richtig. Ich habe es noch so neu hier, ich sage dir. Oh, oh, da geht der Pager. Pager sagt, Ice Evans. Ives Evans? Das ist doch der mit dem Y. Das ist der mit dem Y im Namen, genau. Der aus Nicht-Neuseeland kam, ich erinnere mich. Genau, der nicht aus Neuseeland kam. Den müssen wir wiederfinden. Da passt das mit den Papieren nicht. Hm. Seide oder was ist das? Hier ist ein Hit. Das hätte ich mir gemerkt, wie der aussieht. Ich habe eine grobe Vorstellung. Ah, der Mann da in den Shorts mit den. Oder Schuhe. Warum hat der keine Schuhe? Aber er ist es. Ich meine, er ist es. Ich glaube, die Kolleginnen sind dran. Ah, macht Sinn. Ja. Warum hat denn der keine Schuhe? Den, wir haben dem doch die Schuhe wieder gegeben. Ja. Schuhe, als wir. Ich frage mich auch gerade, was mit dem los ist. Wahrscheinlich ist genau das das Problem, dass der keinen Schuh hat. Wenn der den Schuh hätte. Nee, der wollte, dass ich eine Maus den Kopf abbeiße. Was? Der wollte was? Was? Das der Satanist? Was? Das war der Satanist? Nein, der Satanist war der dahinter hin. Das war der Satanist. Den Schwarz, genau, der hat eine rote Hose an. Satanist tragen keine roten Hosen. Genau. Ja, aber, der war der heimliche Satanist. Der wollte, dass sie einer Maus den Kopf abbeißen. Er hat gesagt, ich sollte eine Maus fangen und ihr den Kopf abbeißen. Boah. Mhm. Das schmeckt doch auch nicht. Ich weiß nicht, die sind sehr pelzig auf der Zunge. Die wollen eine Maus fangen und der den Kopf abbeißen? Nein, sagte der. Was sind sie denn für einer? Das sagte der Herr da hinten, ich sollte eine Maus fangen und ihr den Kopf abbeißen. Schon ein bisschen eklig. Der Herr aber in Rot? Der Herr mit der roten Hose und ja, den Flipflops. Das ist ein bisschen. Der ist gerade mit den Kollegen, glaube ich, rausgebracht worden. Der hat auch ein Y und so viel im Namen. Ich sage ja, der irgendwo im Namen war das zumindest ein Y. Nein. Ich habe das aufgeschrieben. Am Anfang. Geht ja mal gar nicht. Was ist denn das für einer? Ekelisch. Er hat vielleicht zu sehr Filme von Rockkonzerten aus den 80ern gesehen. Das waren Fledermäuse. Die sind ja so pelzig. Vielleicht hat er das vergessen, dass da Fleder vorne steht. Ja, es gibt ja auch den Fledermausmann. Was? Wer kennt ihn nicht, den guten alten Lederlappen? Genau, der Letralappen. Der hat attraktiv. Da kam es ja selbst zum Lachen. Ja, wir den Fledermausmann bitte nicht attraktiv. Er muss gehen. Vielleicht der Herr in Gelb, der steht mehr auf die Spinnenmänner. Er ist Spinnenmann-Fan. Ja. Ich würde auch sagen, das mag er Männer spinnen, aber. Ja, ich nehme lieber Captain USA. Nee, den finde ich langweilig. Nee, ich gehe gern mit meiner grünen Laterne und meine grüne Laterne mit mir. Ja, dann holen Sie mal Smash. Ihre grüne Laterne. Ja, die habe ich jetzt nicht dabei. Ach, schade. Dann sollten wir uns vielleicht mal treffen, dass Sie mir mal Ihre grüne Laterne zeigen können und dann wie. Ich gehe mal wieder Blitz zu meinem Kopf. Ja, ich kann Ihnen sehr gerne mal meine grüne Laterne zeigen. Die leuchtet auch ziemlich weit. Ja, naja, natürlich. Es ist ja auch die grüne Laterne. Natürlich.
Ja, wundervoll. Geht da noch ein bisschen arbeiten. Ja. Ja, also wir müssen aufpassen, die grüne Laterne lockt gern den grünen Kobold an. Rauchen Sie mal weniger, kommen Sie runter, ey. Scheiße. Was denn? Ich rauche gar nicht. Rauchen Sie denn? Er ist Whisky-Genießer, hört man doch. Whisky-Genießer? 30 ja. Jahre lang hat er jeden Tag sich. Was habe ich dann bitte getan? Ich gehe arbeiten. Ach, die Jugend von heute. wir haben einen Kollegen verloren. Ich habe meinen Kollegen verloren. Okay. Ah, im Supermarkt ist er. Ich sag's Ihnen, essen Sie was ohne Fleisch? Ja, Zimtschnecken. Würde ich Ihnen empfehlen. Ich gönn mir gern Salat. Zimtschneckchen. Oder ein Apfeldäschchen. Ich hoffe mit Schmalz. Sind denn die Kolleginnen alle? Eine Kollegin steht draußen. Dann haben sie schon den Fall erledigt. Und ich glaube, die zweite ist auch da. Ah ja. Ja. Die zweite ist auch da. Man muss ja einen Überblick bewahren. Oh ja. So. Nasche ich mal von meinem Zimtschneckchen. Ja, nasche sie mal von ihren Zimtschneckchen. So, das hat der nächste jetzt einreisen dürfen, oder wie? Haben sie durchgelassen? Ich sehe ihn zumindest. Bin ein bisschen entsetzt, nicht, dass der jetzt lauter Tiere foltert. Ich hätte ihn dann nochmal durchleuchtet. Ich hoffe, die durchleuchten den im Office nochmal. Was sind Staatsbeamte? Das sind keine Leuchten. Ich sage, wie es ist. Wie, das sind keine Leuchten? Ja, die machen nur Stempel auf, Stempel zu, Stempel drücken. Klingt aber auch noch einen angenehmen Job. Jetzt mag ich das auch irgendwann mal. Stempel auf, Stempel zu und drücken. Oder Stempel auf, drücken und Stempel zu. Die können sich nicht verteidigen. Die brauchen uns. Ach so. Ja, ich sag's Ihnen, das Beste ist natürlich, wenn man sich ohne Waffe verteidigen kann. Ja, aber warum? Das ist wie, ich könnte zu Fuß zum Supermarkt gehen oder ich nehme das Auto. Ja, ich gehe zu Fuß zum Supermarkt, natürlich. Oh, nee. Nee. Nee, das sehe ich nicht. Also zu Fuß. Also, ich habe ein Auto. Das ist auch wegen der Industrie. Wann ist hier alles so hell? Nennt sich Licht. Das wurde erfunden von Thomas Edison vor circa... Nein, lassen Sie mich nicht lügen. Ist das wirklich Edison? Ich weiß es doch. Ich glaube. Ja. War das nicht ein Konkurrenzkampf? Dass er die Idee nur gestohlen hatte? Ah, das war bestimmt Edison. Ich sage, wie das ist. Wir feiern das doch. Also, ich habe das in der Schule gelernt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, aber wer soll sonst sein? Vielleicht war es Swan. Oder Lindsay. Wo war? Habe ich noch nie gehört. Ich glaube, der eigentliche Erfinder war Alexander Nikolajewitsch. Nikolajewitsch, so irgendwie ist der. Das klingt jetzt aber nicht nach einem Amerikaner. Nee, das war ein Russe. Ja, dann macht das keinen Sinn. Ich glaube nämlich, dass der die Glühlampentechnik erfunden hat. Und bei heute eh fast alles nur noch LSD ist. Das war doch alles mit Edison, der ist ganz tot. Also ich glaube, der Edison hat auch das Telefon erfunden. Klar, alles und eben. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Nee. Gut, bestimmt alles auf der Lampe. Das Telefon hat ja auch eine Lampe. Ja, aber Sie werden sich wundern. Ich glaube, wenn ich der Erfinder des Telefons, der hieß nämlich Bell. So wie wenn das Telefon klingelt, dann macht das ja auch dieses Geräusch. Und so wie sagt der Erfinder. Alles hat er danach benannt. Genau, man hat das quasi das Geräusch nach dem Erfinder benannt. Klingt schlüssig. Mhm.
Sag's ihnen, Edison hat gar nicht so viel erfunden. Der hat auch nichts nach sich benannt. Das hätte er mal machen sollen, dann wüsste man wenigstens, was er erfunden hat. Gibt's eine Erfindung, die Edison heißt? Weiß nicht, hier wird eine Edison-Maschine oder so. Ich glaube nicht. Ja, dann hat er die Chance nicht genutzt. Ich würde ja alles nach mir benennen. Ich würde auch alles nach mir benennen. Alles schwarz. Lambert, dann, alles Lambert. Dann würde ich Lambert Kuchen, dann Lambert Lampe. Ja. Lambert Lampe, das würde ich fühlen. Ja, sehe ich genau. Lambert. Ja. Vielleicht können sie ja so eine Vogellampe oder so erfinden. Ja, oder der aus der Sesamstraße, wenn er leuchtet, ist das der Lambert. Steh. Aber ich weiß nicht, ich würde nur schwarz malen. Ja, gut. Ich würde hier den ganzen Flughafen schwarz streichen. Aber in diesem modernen Schwarz, das kein Licht reflektiert. Dieses endlose Schwarz, kennen Sie das? Das, wie heißt es, Pfannenschwarz oder so irgendwie. Okay. Alles schwarz mal. Das ist so dunkel, das reflektiert kein Licht. Ja. Warum soll das auch? Ist ja kein Spiegel, ne? Ja, aber wir sehen hier Farben nur, weil sie Licht reflektieren. Weil Objekte Licht reflektieren und so sehen wir die Farben. Was? Wir erkennen Farben nur aufgrund dessen, dass das Objekte sind, die Licht reflektieren. Macht doch gar keinen Sinn. Die Frau hat Stoff an. Ich sehe, dass der rot ist, aber Stoff ist ja keine glänzende Oberfläche. Ja, ja, das nicht, aber der Stoff reflektiert das Licht. Ja, aber wie? Der glänzt ja nicht. Ja, er muss nicht glänzen zum Reflektieren. Jedes Objekt, also jede Farbe reflektiert Licht und je nachdem nehmen wir die Farbe dann wahr. Wenn Sie zum Beispiel einen Diamanten haben, ja, und Sie halten den in die Sonne, dann sehen Sie, wie der Lichtstrahl das Licht bricht. Regenbögen oder so. Das ist im Prinzip nur gebrochenes Licht. Ich hab gar keine Diamanten hier in der Hand gehabt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, wenn Sie einen haben, dann können Sie das nachvollziehen. Aber mache ich mir keine Sorgen um Reflexionen, sage ich Ihnen, wie es ist. Ich mache mir eher Sorgen, dass dieser Sinclair hier noch mal irgendwo hinkürzt. Der hat halt immer noch mit dem Magen. Kann sein. Steht hier schon die ganze Zeit draußen. Fragen wir ihn mal, ob er noch schlecht ist. Er will ganz ein Sachen verdrehen und hier wieder hin und her schieben. Also hier laufen kriminelle Dinge. Was laufen hier kriminelle Dinge? Ja, die beiden Herren hier. Ja? Der Typ ist kriminell, Mann. Der Typ ist kriminell, ey. 2 gegen 1. Was willst du machen? Was ist denn hier passiert? Erzählen Sie mal. Die Kolleginnen haben ja das gesehen, oder? Nee, haben wir leider nicht. Wir sind selber also der, dazu gekommen. Der Herr in Gelb unterstellte mir vorhin, ich hätte was in den Laden geklaut. Sie haben gechillt, ja, ey. Der Herr in dem roten Jackett hat mir jetzt gedroht mit einem 360er Backflip oder... Ich hab gesagt, ich kann Backflip im Flugzeug machen. Jetzt kommen Sie mal runter. Ich hab nicht Sie gemeint. Mit seiner Propellermaschine, was sie mit seinem Rennflugzeug Backflip 360. Kennen Sie doch, oder? Kennen Sie? Rennmaschine Backflip 360 kenne ich nicht. Mit einem Flugzeug. Ach so. Das Flugzeug hier? Das war ein 360 Backflip? Eine Propellermaschine in der Heimat. Das ist so ein kleines. Ich kann auch so mit den Flügeln so rauf und runter, Mann. Ach so. Wie so eine Folie. Herr Porter, bitte zu Shutter 4. Also der hat Ihnen unterstellt, dass Sie was geklaut haben, aber Sie haben nichts geklaut. Nein, ich habe auf keinen Fall was geklaut. Dann hat der Herr mit dem weißen T-Shirt sich auf den mit dem gelben Tanktop gelenkt und hat gesagt, Sie haben was geklaut. Ich habe gesagt, naja gut, vielleicht haben Sie ja was geklaut, ja. Genau. Da haben Sie gesagt, kriminelle Dinge hier und dann haben Sie gesagt, Sie haben da was in der Tasche und so. Ganz schwierige Sorge, Kollege. Herr Porter, Schalter 4. Und irgendwer soll irgendjemand auf den Bauch geschlagen haben? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Er hat sich selber auf den Bauch geschlagen, Mann. Und warum?
er mir in die Hosentasche gefasst hat, Mann, habe ich seine Hand wieder rausgezogen. Warum fassen Sie den Herrn in die Hosentasche? Ich habe eine geschlagen, Mann. Da ist das so aus, als hätte ich hier meine Reihe. Hier werden die Sachen unterschiedlich. Der mit dem weißen T-Shirt, der ist ganz nah rangekommen und den anderen. Das ist ein krimineller Tubs, weißt du, Mann. Aber ja, yeah, ist okay. Voll krass, ey, ich sag's Ihnen. Scheiße. Ich wollte mir lediglich das Sortiment anschauen im Laden und dann wird man gleich schon da. Anschauen, Mann, ja, yeah, ich verstehe. Ja, natürlich. Du warst da am Knabber, dann eine Plastikverpackung, habe ich schon gesehen. Krasse. Wie ist die Marke? Vom Feuer? Nice. Du bist reingegangen, als wäre es dein Laden. Ja, vielleicht ist das ja sein Laden. Hast du den gebaut oder was, den Laden? Naja gut, kann natürlich auch sein, ja. Was kann sein? Zeig. Ja. Beweis. Ist es so oder ist es nicht so, Mann? Sind Sie denn Bauingenieur? Der muss ja irgendein jetzt Zertifikat haben. Jetzt verstrickt er sich hinausreden. Jetzt seht ihr doch, was passiert. Wird immer schlimmer. Scheiße, weil man hier machen keine Anzeige, oder? Der lohnt sich nicht. Ach, sie sollte ich anzeigen. Ja, was, Mann? Für die Unterstellung. Für eine Unterstellung. Sie haben den Herrn genauso unterstellt. Ich habe einen Zeugen, du nicht? Vorhin war Ihr Kollege überhaupt noch nicht da im Laden. Dich immer da, Mann. Also wollen Sie hier eine Falschaussage machen, hier im gelben Shirt? Was für eine Falschaussage, Mann? Ja, wenn Ihr Kollege noch nicht im Laden war? Natürlich war ich da, ich habe überall meine Augen und Ohren. Sie wissen, wir haben hier Kameras. Ja. Sehe ich, Mann. Schauen Sie halt. Ja, genau. Der wird man auf jeden Fall, dann lassen wir den Stil hier, Mann. Das ist Echo. Ja, so viel dazu. Ich hab mich hier gleich angeschwärzt, also sowas. Ja, solche Leute gibt's leider immer. Bisschen Claire, bitte an Schalter 1 melden. Dann werde ich mal zum Schalter gehen. Bitte vergessen Sie Ihren Koffer nicht. Den habe ich drin reingestellt, aber vielen Dank, Dankeschön. Wollen wir auch mal wieder reinsehen, nicht, dass er irgendwie am Schalter noch eskaliert. Schönen Abend, wir gehen rein. Wir halten mal ein bisschen Abstand, einmal dazwischen. Ja, dann stellen wir da mal links und rechts oder so. War sie gut. Wieder. Hier, zu der Dame, oder? Ich glaube schon, da 2, 3, 1. Fragen Sie mal. Guten Tag, hallo. Haben Sie mich aufgerufen, oder? Ich glaube, es ist vielleicht noch der andere Schalter. Ja, probieren Sie mal den anderen Schalter. Hatten Sie mich gerade aufgerufen, oder? Ja. Das bin ich, genau. Ja, dann bekomme ich einmal von Ihnen Ihren Reisepass. Ja, dann kommen Sie doch. Danke sehr. So, ich muss natürlich einmal überprüfen, ob auch die Angaben jetzt insoweit stimmen. So. Deswegen gehen Sie mir doch bitte einmal in den Geburtstag. Also, was lernen wir draus? Der 11.11.19. Ich finde, er ist gerade ein sehr cooles Beispiel dafür. Und Sie kommen aus? Wenn man Minnesota. Stress hat, etwas also funktioniert aus, nicht. Ja, Minneapolis. Also man merkt, okay, man kann nicht sprechen, zur Seite gehen, kurz bei der Einreise. Eventuell kurz in Support. Jawohl, danke schön. Abchecking, ob man die richtige Teamspeak-Version hat, am besten schon bevor man startet, im Idealfall. Da kann man sich im Lucky Discord alles durchlesen, eventuell den Community-Support fragen im Lucky Discord, was für eine Teamspeak-Version und Salty-Chat man braucht. Auf jeden Fall einfach ruhig bleiben, zur Seite gehen und dann, tja. 10 Euro meinten Sie? 10 Dollar, ja. Und dann landet er im Endeffekt, landet man im Endeffekt genau hier beim Schalter im Idealfall. In Europa aufreisen. Und, ja. Tja. Und dann, was hier die Magic hinter dem geht, also hinter dem Schalter noch. Moment. Aber wichtig ist halt einfach ruhig bleiben. Jetzt. Durchatmen. Gerne. Und nochmal fokussieren. Also das. Ich glaube, das ist das, was am meisten hilft. Jawohl, das werde ich doch. Vielen Dank. Du. Da stehen wir jetzt mit den Kollegen. Wir
Damage Ranger, genau das, was du eigentlich bräuchten wirst irgendwann. Genau das rede ich da. Weiß noch, wann hast du das GTA runtergeladen, Pampas Ranger? Vor. Vor ein Jahr oder vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren schon, oder? Sorry. Ja, ging heute mal ohne große Eskalation, das ist schön. Ich konnte ja kein Spielzeug benutzen. Ja, glauben Sie mir, das wollen Sie auch nicht immer. Nee, Mann. Nicht am ersten Tag, das fällt auf. Ja, so. Das halten Sie idealerweise ein bisschen bedeckt und zurückhalten, ja. Ja, natürlich. Gewalt sollte nie die Lösung sein, sondern ein Mittel zum Zweck. Nur wenn jemand wirklich, wirklich, wirklich widerspenstig ist und ja. Genau. Ich hatte ja schon Leute, ich kann es Ihnen sagen, die haben, ich weiß nicht. Ich denke mal, manchmal schon meine Stimme ist im Arsch, aber ich habe ja Leute gehabt, die hatten eine Stimme. Die konnten wir nicht mal sagen, wie die heißen. Ja, vielleicht sprechen einfach nur andere Sprache. Also, ich habe mit denen alles versucht. Ich habe meine Japanisch-Skills versucht auszupacken. Ich habe versucht, ihn auf Italienisch noch ein bisschen gebrochen zu begrüßen. Aber das war alles nichts. Ich hatte Leute hier, die waren nackt. Die haben sich irgendwo auf dem Weg zwischen Flieger und Gate ausgezogen. Das ist ja ekelig. Ja. Und die wollten dann mit Gewalt, wollten die hier rein. Da hat er gesagt, ja, jetzt ist soweit. Jetzt kriegt er einen Knüppel. Ja, das ist. Die hatten ja schon einen dabei wahrscheinlich. Ja, die hatte auch einen dabei, aber da muss man nicht so effektiv wie meiner. Nee, das ist kein neuer Char, das ist nur Einreise. Später haben wir dann wieder einen Pommes Erik. Ja gut, nicht? Ja, jetzt ist aber auch bald Schichtwechsel. Ich meine, jetzt ist dann Schicht im Schacht. Oder wie sagt man? Ich krieche keine Schicht, das ist nicht mein Ding. Sie kriechen keine Schächte? Oder sagt man Schacht in Schicht? Der schichtet, der schachtet, heißt es doch. Ah. Der schichtet, der schachtet. Das macht Sinn. Ja. Der schichtet, der schachtet. Ja, gut. Ist auch immer. Und nach mir die Waldfee. Ja, nach Ihnen die Waldfee? Ja. Ist es die gleiche Waldfee wie aus Holland die Waldfee? Was? Ich weiß nicht, ob die Waldfee aus Holland kommt, aber nach mir die Waldfee. So jeder. Okay, ich habe gedacht, vielleicht ist es die gleiche Waldfee. Ach, ja. Sehen Sie das, was ich sehe? Jo, seid ihr bescheuert, Mann? Ich glaube, die zelebrieren gerade Revolver. Oder der Satanist hat denen irgendwas gestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin wirklich nicht ganz sicher. Sagen wir mal so, es könnte sein,
dass da der Fisch begraben liegt. Ja, ich glaube, die zelebrieren gerade die Gesundheit ihrer Vulva. Das ist schon okay, dass wir haben eine Jote Lüftungsanlage. Machen Sie sich da keine Kopf. Erreicht das, Mann? Aber das. Also, das macht mich ein bisschen mental fertig, wenn ich mir das anschaue. Naja, sie zelebrieren ihre Weiblichkeit, so warum nicht? Na, Mann, die sagen, die beschworen Dämon, Mierda. Da war es vielleicht doch der Satanist. Ich sage Ihnen, das war der Satanist. Wir fragen mal nach. Fragen mal nach. Teile deine Weisheit mit uns. Ja, etwa. Es war der Satanist, ja. Was passiert da drüben? Die beschwören gerade Lucifer und. Viel Spaß dabei. Ich glaube, die eine Dame ist besessen. Ja, das tut mir leid für sie. Ja, dann hat die andere Dame ja jetzt doch einen Sklaven. Stimmt. Na gut. Ist das. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das was ist, wo wir einschreiten sollten. Ja, sind sie ausgebildeter Lucifer-Beschwörer? Noch nicht. Ja, dann sind sie noch nicht die richtige Ansprechperson für dieses Problem. Sollten sie mit kaltem Wasser dazwischen gehen? Vielleicht brauche ich geweihtes Wasser. Ja, habe ich gerade nicht bei. Gar nicht. Ist Kaffee auch ein geweihtes Wasser? Ich habe einen kalten Kaffee. Oh. Das wäre aber Körperverletzung, dann müssten wir dich festnehmen. Also seitens unserer Beamtenkollegen, wenn nicht gefährlich, lieber weg damit. Haben Sie ein bisschen Weihwasser dabei, Herr Kollege? Was? Nee. Weihwasser? So was habe ich nicht. Einmal ein bisschen Wasser in die Fresse und das geht man. Ja! Oje. Oje. Na, guck mal.